Guten Tag, heute möchte ich Ihnen ein Pilotprojekt des Hessischen Sozialministeriums vorstellen. Es handelt sich um die Internetseite Erinnerungen im Netz, die im Kasseler Stadtteilzentrum Agathof entsteht. Ich werde Ihnen jetzt zum Einstieg kurz zeigen, wie die Seite aufgebaut ist und wie Sie spannende Artikel auf der Seite lesen können. Zuerst müssen Sie mit Ihrem Internetbrowser, das ist in diesem Fall der Mozilla Firefox, auf die Webseite www.erinnerungen-im-netz surfen. Hier sehen Sie also die Startseite, die Ihnen als Nutzer viele Möglichkeiten gibt, die Geschichte des Kasseler Ostens zu erkunden. Neben einer kartografischen Darstellung in der rechten Bildhälfte finden Sie links die aktuell beliebtesten Beiträge. Wir wollen einmal in den obersten Beitrag reinschnuppern und klicken dazu auf Lesen. Jeder Beitrag in Erinnerungen im Netz beginnt auf einem kleinen Bild, das Sie durch einen Klick vergrößern können. Es öffnet sich dann ein weiteres Browserfenster, das in diesem Fall eine alte Postkarte der Kirche zeigt. Schließen Sie dieses Fenster wie gewohnt mit dem Klick auf X im Fensterrahmen. Wenn Sie den gesamten Beitrag lesen wollen, müssen Sie auf die Scrollleiste am rechten Browserrand klicken und die linke Maustaste gedrückt halten. Wenn Sie jetzt die Scrollleiste runterziehen, sehen Sie mehr von dem Beitrag. Die Beiträge sind oft mit seltenen historischen Eindrücken bebildert und schildern persönliche Erinnerungen der beteiligten Senioren oder stellen dokumentarische Fundstücke lokaler Hobbyhistoriker bereit. Am Ende des Beitrags finden Sie die Möglichkeit, Ihrer Wertschätzung Ausdruck zu verleihen. In einer Abstimmung können Sie zum Beispiel auf Ja oder auf Nein klicken. Mir gefällt dieser Beitrag und ich klicke auf Ja. Nach der Abstimmung springt der Browser automatisch wieder nach oben und ich habe die Möglichkeit, mit einem Klick auf die Überschrift zurück zur Startseite zu gelangen. Von hier aus könnte ich jetzt weitere beliebte Beiträge lesen oder über andere Navigationselemente, zum Beispiel neueste Beiträge, die Webseite erkunden. Erinnerungen im Netz.de bietet viele interessante Wege, die Geschichten des Stadtteils zu erkunden. Sie können sich thematisch über die Themenbibliothek, geografisch über die Stadtplanansicht oder zeitlich über die Zeitleiste nähern. Wenn Sie selbst Erinnerungen, Fotos oder Dokumente haben, die Sie für jüngere Generationen im Internet erhalten wollen, melden Sie sich einfach mal. Klicken Sie auf "Wie kann ich mitmachen?" und erfahren Sie dort, wie Sie den Agathof unter welcher Telefonnummer und in welcher Adresse erreichen können. Wir freuen uns auf Sie.